dieser Rose ist mal so dermaßen auffällig. Ja, jeder klotzt einen an, ey. Das ist... Ich hätte doch gesagt, bleibst du erstmal hier und wartest halt. Ja. Ja, scheiße. Ja, jeder guckt mich auch an, ey. Scheiße. Die Musik passt dazu. Romantisch. Later. So, wir sind jetzt vom Würzburger Szene-Laden angekommen und zwar wird der Flavius sich jetzt in gute Frauenklamotten präsentieren. Er will jetzt seinen Style ein bisschen ändern. Ja, mit Bart und so. Das ja. Läuft nicht mehr, ne? Zieht irgendwie nicht mehr. Ich will ihn beibehalten, aber irgendwie andere Bekleidung. Wo das Kleid wieder dazu ganz gut ausschaut. Ja, und dann zieht er sich mal ein paar Frauenkleider an und hätte ich gesagt, wir finden es. Und er fragt natürlich die Verkäuferin, ob es so passt. Flavio macht sich bereit. Nico hat eine Cam, ich habe eine Cam und wir versuchen die jetzt so zu positionieren, dass es halt ein auf versteckte Kamera ist, damit die Verkäuferin das alles nicht checkt. Der Besitzer weiß aber Bescheid. Genau, aber also die Verkäuferin weiß nicht Bescheid, aber der Besitzer weiß Bescheid. Wir versuchen uns jetzt irgendwie so zu positionieren, als würden wir was kaufen wollen. Genau, und Flavio, ehrlich gesagt, gönnt sich mal das ein oder andere Kleid. Danach bin ich durch. Jungs, ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt erstmal reingehen und dann gehen wir nach, weil sonst ist es zu auffällig. Alles klar. Wo ist denn die Frauenabteilung? Ja, direkt unten. Unten? Ja. Servus. Hallo. Ich suche für meine Frau ein paar Klamotten raus. Mhm. Schlank, vielleicht so von einer Figur wie du. Mhm. Und jetzt wollte ich was für sie. Okay, eher so ein bisschen schicker oder eher so ein bisschen casual? Ja, schicker ist gut. Schicker? Ja. Okay. Von Haartyp her eher hell oder eher dunkel? Ja, blond, dunkelblond. Blond? Mhm. Okay, ja, das schaut auch gut aus. Oder sowas? Ja, das ist hier gut, das Blaue. Ja. Was gibt's denn noch dazu? Auch eher sowas mal in diese gestrickte Richtung. Kann man das zusammen kombinieren? Wahrscheinlich eher schwierig. Wir können es aber einfach mal testen. Das ist ja so ein bisschen Blocking. Kann ich das mal anprobieren für Sie? Du? Ja. Wirklich? Ja, da kann ich so die Kombination sehen. Wenn du es mir nicht kaputt machst, kannst du es sehr gerne anprobieren. Okay, sehr gut, okay, danke. Dann gebe ich dir einfach mal mit, du kannst hier in der Schicke. Ich kann ja mal eine Runde für dich nochmal kombinieren. Okay, danke. Sorry. Ich verstehe das nicht hier. Wo sind vorne und hinten hier? Ich bin voll überfordert, ey. Entschuldigung, ich habe nur eine Frage. Meine Frau, die zieht immer gern so Leggings an. Habt ihr da vielleicht noch was? Ich kann gerne mal für dich gucken. Danke. Scheiße. Der letzte Lurch. So eine dämliche Challenge. Du rufst ja sehr schnell. Nee, das ist jetzt schon peinlich genug. Siehst du aus wie die größte Maschine? Ja. Ja, wenn sie verrückt sind. Das ist irgendwie falsch gemacht. Das muss so über deinen Kopf. Über meinen Kopf? Willst du mich veräppeln? Nach hinten, nein. Es hat einen Rückenausschnitt, das Kleid. Und du hast es falsch rum angezogen. Ist echt? Ja, aber gut, ich meine, das muss ja auch deiner Frau gefallen. Weißt du nicht, ein Rock jetzt hier? Nicht dir, ja. Bitte? Ist das nicht ein Rock? So. Also, ich weiß nicht, ob du das perfekte Beispiel dafür bist, aber prinzipiell ist das Kleid wirklich Kann man schön. Kurz laufen, vielleicht irgendwie, kann ich mich dann reinversetzen.
Ja. Knackige Hände auf jeden Fall. Mhm. Sitzt für dich. Ja, das würde ich nehmen. Okay, sehr gerne. Ja, was ist denn für Scheiße gehen? Ich hätte mal gesagt, er hat's bestanden. Oh. Und wir hätten aber gesagt, Flavio hat gut bestanden. Und er hat gerade eben gemeint, er hat jetzt gar keinen Bock mehr. Das Training jetzt noch und dann ist er für heute so durch. Später gibt's noch was Schönes zu essen Arbeit. Bei ihm im Büro. Deswegen. Gerade schon gesagt, er fühlt sich frei. Ich würde eher sagen, er fühlt sich freier, weil er muss jetzt ein Mädchen ansprechen und eine Darstellerin für seinen neuen Porno finden. Ich bin dann doch irgendwie froh, dass ich das gerade eben machen musste, weil danach gut, bei mir denken sie, so ey, mach nichts mit dem, der dreht Pornos. Der ist voll der Assi, ey. On the ground! Yeah, influence. Woo! Yeah, no. Ich, willst du mit dem Porno oder was? Also so einen Scheiß hätte ich glaube ich nicht gemacht. Lauf mal vor. Komm, lauf. Ja, wohin denn? Ja, einfach laufen. Ich muss jetzt zu irgendeiner Frau gehen. Ja, wir gehen jetzt du. Ja, Jungs, aber ich kann mir eigene Frau aussuchen. Ja, ich bin ja. War irgendeine in meinem Alter, ne? Ja. Was? Pass auf. 12-jährige. Wie viele Gedanken drüber machst du, wer ja sagen könnte, so ungefähr. Suchen wir uns mal ein Opfer, ne? Mann, Alter, ich fühle mich echt scheiße. Hier gibt's keine Singles. 11 Uhr, jetzt ist Rush Hour hier in Würzburg. Ich fühle mich wie so ein Assi, Alter, ey. Guck dich mal ganz kurz. So. Jetzt fängt's an. Aber ich komme ganz seriös rüber, ne? Ja, und nicht so immer umdrehen. Lauf einfach drauf los. Okay. Jungs, das ist echt heftig. Manometer, Alter. Ich fühle mich scheiße. Und ich rede mit mir selbst. Bist du das Wahnsinns, Alter? Die muss doch geil sein. Die muss ja halbwegs nach was ausschauen, oder? Ach so, ja, okay. Blau. Hallo, dürfte ich Sie mal was fragen? Nee. Nicht? Okay. Hey, Jungs. Entschuldigung, dürfte ich Sie mal was fragen? Wären Sie für ein Interview bereit? Nein. Nicht? Nein. Schade. Nada, aber kommt noch. Entschuldigung, kann ich dich mal was fragen? Ich bin internationaler Pornodarsteller. Okay. Und du würdest dich für den nächsten Film echt gut eignen. Hast du da Lust drauf? Nein, ich glaube nicht. Nicht? Nein. Okay, naja, gut, schade. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, gell? Ja. Ciao. Alter, Leute, sie hat das echt gedacht, Alter. Sie hat das echt gedacht, Alter. Ey, Digga, die hat's mir abgenommen, Mann. Die hat's mir abgenommen, dass ich ein Pornodarsteller bin, Alter. Ja? So, ich hab gar keine Lust drauf. Also. Die ist mit einem knallroten Gesicht weggelaufen. Also komm, eine noch. Echt jetzt? Ja. Wir haben sie nicht gesehen. Ja, okay, alles klar. Oh Mann, Alter. Ich bin ein internationaler Pornodarsteller. Wie dumm ist das denn, Alter?
Guten Tag, hallo. Dürfte ich Sie mal kurz was fragen? Und zwar, ich bin internationaler Pornodarsteller und Sie zwei würden sich perfekt für die nächste... Was? Internationaler Pornodarsteller. Nee, danke. Sie zwei würden sich perfekt für die nächste Rolle eignen. Nee. Gar keine Lust drauf? Gar keine Lust drauf? Das ist ja wohl doch krass. Okay, alles klar. Ja, gut. Dankeschön. Fahr ich mal weiter, ne? Ja, ja. Der filmt uns gerade. Surprise, motherfucker. Oh Mann, Alter. Langsam komme ich mir echt behindert vor. Aber ich bin im Fahrt. Warte, ich nehme noch eine. Entschuldigung. Dürfte ich Ihnen vielleicht eine Frage stellen? Nehmen Sie es mir nicht böse, aber ich bin internationaler Pornodarsteller und Sie zwei würden sich perfekt für den nächsten Granny-Film eignen. Perfekt für den nächsten Granny-Film eignen. Oh, now he's there. Yes, he's there. Nicht? Nicht? Okay, alles klar, gut. Okay, das war's, Jungs. Ich hab keinen Bock mehr, Alter.